Moin, moin Matrosen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Long Dark, die Nomaden Challenge. Wir sind hier im Morgengrauen aufgebrochen, um hoch zu dem Jägeraussichtsturm zu kommen. Haben gemerkt, dass es doch noch ein bisschen kalt war. Ich mache mir zur Sicherheit im Lagerfeuer nochmal eine Tasse Kaffee heiß, weil ich gerne, bevor ich jetzt weiterlaufe, noch eine Tasse heißen Kaffee trinken möchte, um einfach was gegen die Kälte zu tun und um dafür zu sorgen, dass ich bei dem Spaziergang nicht so erschöpft bin. Jetzt muss ich nur gucken, welche das ist. Das ist die hier, die ist heiß. So. Dann flitzen wir auch schon weiter. Ich dachte, letzte Folge versehentlicherweise, hier irgendwo ginge es hoch zum, also irgendein Fußweg zu dem Aussichtsturm hoch. Aber wir müssen scheinbar wirklich da vorne weiter. Da in der Ferne sieht man den Aussichtsturm auch schon. Da in der Mitte von dem Gewehrlauf. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, warum der so stark schwankt. Ich bin doch gar nicht so müde. Ich bin auch nicht kalt. Vielleicht, wenn ich gejoggt bin. Auch nicht. Jetzt ist er auch ruhiger, als er vorher war. Wenn ich stillstehe? Nee, er schwankt einfach immer. Ja, ich habe ein bisschen Bammel, dass auf dem Weg mir vielleicht ein Bär begegnet. Ich habe keine wirklich große Erfahrung mit den Routen, die Bären zurücklegen. Habe aber die Sorge, dass das eine sein könnte. Und guckt an, da hinten läuft Mr. Petz. Da im Zentrum. Das heißt, ich könnte ihm jetzt hinterher dackeln. Ich kann nach unten lang gehen. Aber dann habe ich Sorge, dass er mir vielleicht nachher entgegenkommt. Da bin ich jetzt echt so ein bisschen überfragt. Ich gehe jetzt erstmal hier rein, durchsuche nochmal den Wohnwagen, Bauwagen. Bin aber echt gerade so ein bisschen überfragt. Tomatensoße nehme ich nicht mit, da habe ich besseres Essen. Klingt jetzt so überheblich. Also habe ich einfach Essen, was weniger Gewicht. Genau sowas zum Beispiel. Einen Energieriegel. Den finde ich für solche Reisen und Wanderungen finde ich den ganz gut. Metallschrott verzichte ich. Tee habe ich mal mitgenommen. So. Jetzt bin ich aber immer noch nicht so arg viel schlauer, was ich mit den Bären mache. Also ich gehe erstmal davon aus, dass auf dieser Map, auf dieser Route nur ein Bär ist. Und ich habe die Hoffnung, dass der nicht irgendwann umdreht. Kann ich jetzt nicht mehr, es ist zu steil. Da wird er mich nicht rauflassen. Das bringt mich da zu der Tendenz zumindest, dass ich ihm hinterherlaufe. Was ich auch machen könnte, das habe ich allerdings noch nie gemacht, ich könnte so einen schräg stehenden Baum ein Stück rauflaufen und von da auf ihn schießen, in der Hoffnung, dass er mir die Schräge nicht hinterherkommt. Weil so ist auch ein bisschen tricky, wer weiß. Ich weiß, dass er eben da vorne irgendwo war. Weiß aber nicht, wo er jetzt ist. Und wenn der da doch umdreht, dann steht er wirklich irgendwann vor mir. Oh, ich bin ein echter Bärenschisser. Da sieht man auch die Fußstapfen. Was mache ich denn jetzt? Da läuft er. Ha, aber guck doch mal. Da drüben muss ich doch hin. Da ist zwar ein Wolf. Aber
Der Weg da rechts rauf führt doch zum Aussichtsturm. Da kann mir der Bär zwar nachher immer noch wieder entgegenkommen. Aber erstmal bin ich den zumindest los. Okay, dann als nächste Gefahr Wolf. Der sich wahrscheinlich irgendwann von links oben auf mich stürzt. Wo auch immer er jetzt gerade, da oben ist er jetzt gerade. Aber vielleicht sieht er mich ja, oder wittert er mich ja auch nicht. Der Bär trottet gemütlich da hinten lang. Gottes Willen. Was ein Gedüngel. Hallo Meister Petz. Schön, dass du da bist. So, da nehme ich jetzt die Stange, weil ich ihn möglichst schnell vertreiben will. Wobei das auch nur so halb mitgedacht war. Eingefangen. Keine Leiden. Aber hat mir meine Klamotten damit zerrissen, oder? Die Handschuhe sind ziemlich kaputt. Die Handschuhe muss ich reparieren. Und vielleicht war es aber gar keine so kluge Idee, ihn zu vertreiben, weil ich habe nicht so genau mitgekriegt, wo er hin ist. Und wenn ich Pech habe, steht er jetzt gleich wieder vor mir. Ja, ich höre ihn doch schon. Wo? Wo? Da oben der? Das ist ein anderer. Kann ich den nicht von hier aus ausschalten? Oder ist er das gar nicht? Doch, das... Okay, das war er. Also der, der hier geknurrt hat. Puh, meine Fresse. So, und ich hoffe, dass ich jetzt schon auf direktem Weg zu diesem Aussichtsturm bin. Und dass ich schneller da bin als dieser Bär. Wir haben gerade noch Vormittag. Dafür hat es zwar angefangen leicht zu schneien, das heißt meine Klamotten werden Stück für Stück jetzt auch nass. Noch nicht wild, aber so ein bisschen fängt schon an. Und was ich jetzt mache, ich sprinte immer mal so ein bisschen und hebe mir aber so für Notfälle, wo mich vielleicht Sprinten irgendwie retten könnte, hebe ich mir immer noch so ein bisschen Sprintreserve auf. Aber ich meine, hier links stünde jetzt auch schon der Aussichtsturm. Und da würde ich mich gern zumindest ein paar Stunden aufs Ohr legen. Um die Wolfsattacke von eben besser zu verdauen. Das heißt, einen Tee trinken, bisschen aufs Bettchen legen und hoffen, dass ich dann wieder so weit gestärkt bin, dass ich sage, da laufe ich doch gerne weiter. Im Moment Müdigkeit so halb, Temperatur geht gut und Wasser und Durst ist auch fein. Jetzt werfe ich hier erstmal einen Blick runter von dem verlassenen Aussichtsturm. Ob ich da unten irgendwas sehe, was Meister Petz macht. Weil der muss ja auch da an diesen
an diesen Hütten vorbei. Aber ich höre nichts, ich sehe nichts. Ich rieche nichts. Nur Stille. Und ein blöder Wolf. Okay, dann lass schauen. Oh, da wäre sogar noch ein Gewehr gewesen. Und da liegt Munition. Und eine Gipfelbrause und nix. Schnappe ich mir das zweite Gewehr mal auch und mal gucken mal, welches besser in Schuss ist. Ist wieder echt marginal, 96, 97. Dann entlade ich das. Leg es ab. Das andere wird gereinigt. Und ich darf nicht vergessen, das gleich wieder zu laden. So. Ich liebe diese Animation mit diesen zwei Clips. Und dann klack. Wieder schussbereit machen. Kann ich den hier an die Wand hängen? Ja, ich kann. Das ist schön. Sehr schön. Das ist so ein kleines Detail, wo ich sage, hey, Hinterland, gefällt mir sehr gut, dass ich das Gewehr auch wieder an seinem Platz hängen kann. So, dann schnappe ich mir mal einen meiner Tees. Ah, vielleicht sollte ich vorher noch... Mir fehlt Stoff, um das zu reparieren. Verdammt. Muss ich mit den hier rausschlagen. So, und dann kann ich Aktion reparieren, reparieren. Nochmal. Und ich höre, draußen wird es schon wieder windig. Das verführt mich dazu, mir zu überlegen, ob ich vielleicht doch eine Nacht hier drin verbringe. Wie kalt ist es denn draußen? Das geht ja noch so von Sichtweiten. Ist es okay? Und von der Temperatur? Ich bei minus 2 Grad ist auch noch okay. Was sagt denn unsere Ausstattung mit Klamotten? Die sind bei 70, also die Hose und die Kappe könnte ich reparieren. Der Rest lohnt sich noch nicht wirklich. Die Jeans ist jetzt quasi wie neu. Und hier repariere ich 30%, das heißt, die ist dann wieder bei 100%. Das lohnt sich auch schon, da verschenke ich nichts. Ach, außer, dass es gescheitert ist, weil ich ein kleiner Reparaturnoob bin. Und jetzt habe ich auch nicht mehr genug Material. Gut, dann kann ich auch das Nähset da lassen. Das bringt mir eh nichts mehr. Und dann probiere ich mal ein bisschen mich zu regenerieren mit einem Tee. Und 3 Stunden Schlaf. Schönes Abendrot. Dann esse ich jetzt mal diese geschmacklosen Salzcracker.
Und ein schimmeliger Müsli-Riegel, den lege ich jetzt lieber ab. Die abgestandene Kondensmilch traue ich mich noch, einfach auch mit dem Hinweis, hält ewig, dass da 25% noch nicht zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Sehr gut. Dann hauen wir die Gipfelbrause noch hinterher und dann dürften wir damit wieder voll aufgeladen sein, was Essen angeht und jetzt auch was Trinken angeht. Und ich traue mich einfach... Oh, wie geil. Und ich traue mich mal... den Weg weiterzugehen. Und hoffe, es bleibt noch so lange hell, dass auch ich schnalle, ob das gerade... ob das der Eingang zur Mine ist. Deswegen gucke ich hier runter. Ich weiß, dass da unten eine Leiche manchmal liegt und die Krähen haben sich für mich eben so angehört, als ob sie um die Leiche fliegen und da sieht man sie auch fliegen. Und wollte mich quasi vergewissern, dass ich das Krähengeschrei richtig zuordne. Und ich versuche mich jetzt mal hier rüber zum Weg zurückzuschlagen, falls Meister Petz mich entgegenkommt, dass ich einfach ein bisschen mehr Chancen habe, ihm auszuweichen. Aber ich höre nichts. Da kommst du her. Na komm, Kleiner. Ah, zu spät zugedrückt. So, ich habe einen verstauchten Knöchel mir eingefangen. Das heißt, dann nehme ich doch mal entweder einen Hagebuttentee, den habe ich nicht, oder Schmerzmittel. Damit ist der verstauchte Knöchel geheilt. Das blöde Wolfsvieh ist natürlich jetzt nach da vorne verschwunden. Ich hoffe, die Angst vor mir hält so lange an, dass ich mich noch bis zur Mine durchschlagen kann, bevor der wieder über mich herfällt. Hier ist die Blutspur an da vorne. Das sieht doch so aus. Ah ne, da kommt er nochmal angeflitzt. Hast du noch Angst oder... Ja, hoffentlich hat er noch Angst. Ich dachte, er ist dieser Stein hier, das sei er. Aber da vorne ist er jetzt zusammengebrochen. Sehr schön. So, ich bilde mir ein... Wenn ein Bär kommt, dann kommt er hier lang. Und wird jetzt hier zumindest... Ja, da hinten geht es zur Mine. Genau, da kann ich nämlich auch wieder ein Feuer machen. Da kann ich auch wieder kochen. Was kostet mich 4,5 Kilo Wolfsfleisch? 36 Minuten. Das riskiere ich jetzt. In der Hoffnung, dass da... Wieso habe ich gerade weiter Zustand verloren? Habe ich doch noch irgendein Leiden? Nee. Oder habe ich mir das eingebildet? Ach, guck an, das ist neu. Dass auch über so einem quasi selbst erlegten Tierkadaver, dass da die Krähen kreisen. So, und wenn ich nicht alles völlig falsch verstanden und gelesen und erinnert habe... Dann könnte das hier doch glatt das Gluthügel-Kohlebergwerk sein. Machen wir mal ein Lichtchen.
du, hier im vorderen Bereich kann ich auch noch ein Feuer machen. Ich werde trotzdem jetzt hier mal ein bisschen durchstöbern. Und zum Beispiel mal die Kohle hier mitnehmen. Und auch gleich noch die Kiste zertrümmern. Noch ein Müsli-Riegel und eine Notfallspritze. So. Und einmal aufs Klo gegangen. Und bevor ich jetzt aber hier weiter in dieses Bergwerk runtersteige, die Vorgabe ist ja, dass man 3 Tage an jedem Ort bleiben muss. Das heißt, ich werde jetzt hier die Nacht verbringen und mir dafür da vorne ein Lager einrichten. Hier mal versuchen, einen Stock anzuzünden. Mit 70%iger Chance sieht es doch gar nicht so schlecht aus. Na komm, geh an. Sehr schön. Dann machen wir ein bisschen Altholz da rein. Dann haben wir 29 Minuten Brennstoff. Das reicht nicht, um eine Kiste zu zertrümmern. Dann muss also auch noch... Wie lange braucht das? 20 Minuten. Das ist mir alles so kurz auf knapp. Wozu der Geiz? Machen wir das Tannenholz dazu. Nehmen die hier auseinander. Dann können wir hier Kohle reinschmeißen. Dann nehme ich die auch noch auseinander. So. Was wollen wir mehr? Ich glaube, ich brauche ein bisschen... Achso, nein, ich brauche ein bisschen Wolfsfleisch garen. Ja, das ist so was Schönes am Nomaden-Spielstil, dass ich jetzt hier quasi wirklich auch mit den Ressourcen asen kann und sagen kann, zack, zack, ich habe da halt mal Kohle draufgeschmissen, weil ich weiß, ich brauche die Kohle für nichts anderes. Ich muss nicht mehr irgendeine Schmiede suchen gehen und in dieser Schmiede mich noch verkünsteln, sondern es reicht völlig, wenn ich einfach überlebe und einfach weiterkomme an die Orte, an die ich gerne hin will. So, ich mache nochmal 2 Liter Wasser. Und reinige die auch. Und dann kann ich mir hier ein Lager aufschlagen und kann mich ordentlich satt essen. Ich trinke jetzt nochmal so einen Tee, wobei ich eigentlich ja gerade diesen Bonus noch habe. Ich weiß nur nicht, wie lange der noch hält und würde mich ärgern, wenn dann kurz nach dem Einschlafen der Bonus weg ist und ich dann doch nicht alles regeneriere, was ich in der Nacht gern regenerieren will. Und werde mal 10 Stunden schlafen. Dann schnappe ich mir meinen Schlafsack und tu was gegen meinen Hunger und tu was gegen meinen Durst. Und
gehe einmal tiefer in das Bergwerk rein. Weil ich weiß, ich muss auf die andere Seite. Ich möchte als nächstes Ziel, das ist auch das letzte Ziel dann, nach dem Gluthöhle-Bergwerk, ist ja die Berghütte noch übrig. Und dafür muss ich einmal durchs idyllische Tal durch. So, rechts oder links? Das sieht eingestürzt aus. Ah, sieht aber nur so aus. Ich glaube, hier war rechts oder links egal. Ich komme von beiden Seiten aus. Da gibt es aber nur zerbrochenes Holz. Das will ich im Moment gar nicht haben. Ich vermute, dass der andere Gang wäre der hier gewesen. Da wäre ich dann direkt hier hingekommen. Mal schauen, was die Bergwerksarbeiter uns so hinterlassen haben. Eine Stange brauche ich nicht. Stoff nehme ich mal zur Sicherheit mit. Energieriegel sind immer gut. Handschuh brauche ich nicht, wobei ich mir bevor ich das... Was hast du denn? 40,15. Was schleppe ich denn so viel mit mir rum? Essen, trinken, Mist, das hilft nichts. Zustand, das heißt, ich habe auch noch nur Essen. Ach ne, hier ist auch noch schlechtes Essen. Dann schmeiße ich den mal weg und bin wieder unter 40 Kilo. Ich glaube, 40 Kilo ist so eine magische Grenze, wo ich dann auch noch mal schneller ermüde. Und das brauchen wir nicht unbedingt. So. Das sieht vertrauenserweckender aus. Oh oh, das sieht eingestürzt aus. Wie schön, dass wir ein Brecheisen dabei haben. Auch wenn ich manche Dinge finde und gar nicht mitnehme. Das ist eine Jeans. Nee. Thermounterhose hätte ich mitgenommen. Und gleich angezogen. Das ist ein langer Wollschal. Da habe ich bessere Klamotten. Eine Lupe. Die nehme ich mal mit. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Dass ich mal bei Tag versucht habe, draußen mit der Lupe Feuer zu machen. Fleisch klingt immer gut. Ich kann mich gleich einen ganzen Tag lang mit Trockenfleisch ernähren. So, das ist so ein totes Ende. Wo jetzt aber mal außer so einer Fackel nichts drin liegt. Und die sind, finde ich, relativ schwer. Und dadurch, dass man sie jetzt auch nur nach Wölfen schmeißen kann, sind sie aus meiner Sicht weniger effizient geworden. Und drittens habe ich finde ich das Licht auch nicht schön, was die machen. Also sowohl zum selber gucken als auch in Aufnahmen finde ich jetzt hier diese Laterne zum Beispiel viel schöner. Und an ein wenig Lampenöl hätte ich mich jetzt auch festgehalten, aber diese Leuchtfackeln, die schweißerisch, die prickeln mich nicht mehr so an. So, hier der Weg würde zurück in diese Höhle führen, wo dieses Holzgerüst aufgebaut ist, und das hier sieht doch schon schwer nach Ausgang aus. So. Ein Schal. Da oben liegt noch irgendwas. Nesset klingt gut. Das wollten wir noch machen, bevor wir hier wieder rausgehen, dass wir nochmal die Klamotten checken, ob da irgendwas repariert werden muss. 67% ist die Mütze runter. Das heißt, die werde ich jetzt mal nähen.
Der Rest ist noch über 80. Das ist aus meiner Sicht völlig okay. Jetzt weiß ich, warum ich so überladen war. Wir haben hier lockere 2,5 Kilo Altholz, die wir mitschleppen. Von denen ich jetzt mal einen guten Teil hier gelassen habe. Das heißt, wir haben einmal Tannenholz, einmal Altholz. Und haben auch noch zwei Bücher. Das sollte uns fürs Feuer machen reichen. Okay, trotzdem würde ich jetzt hier an dieser Stelle sagen, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen gehen jetzt kurz hier noch raus und dann wieder rein, damit ich mich speichern kann. Und werden diese Region, das idyllische Tal mit idyllischem Wetter, guckt es euch an, wie idyllisch das hier ist. Allerliebst, oder? Die werden wir in der nächsten Folge durchqueren. Und ganz ehrlich, dieses Pisswetter wird mich jetzt dazu bringen, dass ich da drin noch übernachte. Gut, minus 1 Grad gefühlt, aber man sieht ja nichts. So, also schnell wieder rein. Und dabei speichern. Ja, wie gesagt, ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf die nächste Runde Klabautermann auf Nomaden-Challenge. Und freue mich über jede Form von Feedback, von Kritik, von Kommentaren. Lasst mich wissen, wie es euch gefällt. Und macht's gut. Schöne Grüße vom Klabautermann.